Ich hoffe, den guten Alba geht's überhaupt gut. Geht's dir gut? Alles gut? So, was ist mein Ton? Wenn ich die Welt sehen will, gucke ich die Flauschige an. Oh, ich muss überhaupt noch. Ich muss noch schnell was machen. Oh, was ist jetzt los? Was jetzt denn los? Irgendwas passt da gerade nicht. Mir fehlt da irgendwas. Halt. Etwas laut ist, Mann. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich muss nämlich kurz jemanden schreiben. Hey. Hat mein Stream echt mal wieder Bock gemacht. Hey, warte kurz. Und ich muss kurz schreiben. So, zack. Ignorieren. Gut. 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 Ja, also das echt ja echt lange gemacht auch, muss man sagen. Oh. Muss mal liegen. Muss nämlich das werfen. Ich komm, ich hab den besiegt. Oh. Ja, morgen ist ja Feiertag, also für euch ist Feiertag. Ich muss, oh Mann, ey, ich bin tot. Ich muss ja morgen arbeiten. Ja, Albert, du hast ja heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, oder? Wenn ich mich ganz täusche, wenn ich mich erinnert habe, hast du heute Geburtstag. Ah, genau, es könnte sein, dass jetzt mal die Klingel läutet oder jemand reinkommt. Oder irgendjemand husten hört. Wenn mein Freund daneben sitzt. Aber der ist beschäftigt. Schlafen? Nein. Ja, echt hier, also ich. Morgen, heute ist Feiertag. Ja, genau, heute ist Feiertag, genau. Morgen hast du Geburtstag, okay, müssen wir rennen. Ja, genau, apropos heute. Ich habe da Teildienst, das heißt, vielleicht schaue ich, dass ich nachmittags so ein, zwei Stunden mache. Oder eine Stunde so. Zwei Stunden, 2 Stunden so eine Runde mache. Ich kann es wieder springen, doch, nee. Da schaue ich, dass wir reinkommen. Also. Sonst habe ich nämlich diese Woche nicht so viel Zeit. Zum Beispiel Sonntag bin ich ja weg dann. So. Ach, und danke für dein YouTube-Kanal. Ja, ich hatte mal Bock. Ich hatte da Bock drauf. Oh fuck, ich krieg auch zu sagen, alles YouTube-Kommis von Schulz und von Albert. Und dachte ich mir, ja, ich mach jetzt mal auch mal was. Oh. Was mach ich denn? Bist nicht da? Nein! Oh, die hat mich jetzt. Ja, ich bin ja nicht so ganz. Also, ich habe heute auch schon aufgenommen. Zwei, drei Sachen. Also, ja, also übrigens, Albert Rescue, du hast echt krass viel auf deinem YouTube-Kanal. Also, Respekt. Also, wie lange bist du eigentlich schon bei YouTube, wenn ich dich fragen darf? Also, du hast echt viel oben. Du hast ja, boah, massig an Spielen oben. Also, wenn man echt Zeit hat, da kann man echt mal reinschauen, weil es echt viel Spiel gibt, echt viel Dinger, hey. Ich werfe mir eine Axt wieder weg. Obwohl eigentlich diese Viecher eigentlich am besten töten sollte. Oh ja. Come on. Weiter. September 2010. Ja, das ist echt viel oben. Also echt Respekt. Dafür. Oh. So. Jetzt kann ich hier nämlich abwerfen. Ene mene Miste. Ich
Oh nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Okay, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas gab es da was Perverses, aber das darf ich jetzt nicht sagen. Alter, warum erwischt er mich jedes Mal? Ja, du scheiß Hexe, geh weg. Der weiß irgendwie, wie ich gehe, hey. Oh. Ach so, nach einer Zeit geht er. Wo ist meine Axt? Ja, komm her. John Snow war heute mein Kanal. What? Was? Wie? Wo hier? Hä? Echt jetzt? Geil. Ich hätte irgendwie auch so ein Game of Thrones Namen sollen. Namen nehmen sollen. Vielleicht mache ich mir mal wieder so ein Pseudonym auf. Also mal wieder so einen eigenen Namen, da ja Silent jetzt unter anderer Hand ist. Mache ich mal irgendwas so was Cooles. Nee. So. Hieß irgendwer so, glaub, war nicht der echte. Hieß, ja, ich wär, es wäre richtig cool, wenn solche mal zuschauen würden. Aber ich würde es denke ich auch gar nicht glauben. Wenn jetzt einer kommt und sagt, er ist der Schauspieler von Son, also der Kit Harington, dann würde ich sagen, ja, da hast du es. Oh, das war dieses scheiß Rätsel da. Da habe ich aufgehört. Okay, wenn irgendwie. Ich möchte Arya Stark machen. Oder Daenerys Targaryen. Und ihren ganzen Namen. Weißt du, wie krass das wäre? Daenerys Targaryen, ihren ganzen Namen. Oh. Das ist echt cool. Irgendwas muss mit dem Bild, glaube ich, auf sich haben. Wenn irgendjemand die Antwort dafür weiß, gerne mal. Kann gerne sagen, weil ich habe das letzte Mal schon hier rumgefusselt hier. Mein Joint heißt so, also ist es meiner. Echt jetzt? Ohne Witz? Krass, hast du nicht so genannt? Cool. Oh, scheiße. Ich töne immer so rum. Ah. Entschuldigung, da ist ein Mädchen. Okay, wenn ich weiter runter gehe, ist da auch ein Mädchen. Da ist sie weg. Warte, ich gehe mal da, wo das Mädchen ist. Okay. Vielleicht komme ich ja weiter. Ich finde es immer so schade, dass man hier meine Pärchenöhrchen nicht sieht. Ich muss immer irgendwie so... Gerade im Klo? Okay, jetzt funktioniert es. Ah, jetzt geht's. Oh, cool. Cool. Stairs 2, also ich habe sie so gut gepasst, dass ich es als Klasse Nordrings habe. Geil. Hier ist kein Mädchen. Ich muss noch immer nach diesem Mädchen suchen. Da ist das Mädchen. Oh, es hat sich schon verändert. Ja, ich weiß nicht, ob ich es heute durchmache. Okay, Leute, also das verspreche ich jetzt mal nicht. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Theater. Hey Jules, servus! Ich gucke Hammer in Skyrim Style. Boah, ja. Es gibt ja so ein Game of Thrones. Ja, ich hab das mal gezockt. Ich habe schon überlegt, ob ich mal. Ich kenne das zwar schon, aber vielleicht würde es euch interessieren. Ich frage jetzt mal so in die Runde, ob euch Titus Games. Interessiert von The Walking Dead. Da gab es ja mal so einen Teil von ihnen. Also jetzt auch mit den ganzen Charakteren. Und so. Ich würde fragen mal, ob es euch interessieren würde, wenn ich das mal vor euch zocken würde. Danke, Jules! Okay. Und hier präsentieren wir Denise Falkner bei ihrer... Jetzt habe ich über Nachnamen gesagt. Ich schwimme drauf. Bei ihrer besten Performance beim Nichtstun. Okay.
Okay. So. Hallo. Immer noch Silent Hill. Ja, also ich hoffe, ich krieg's jetzt fertig so langsam. Entweder heute oder morgen kriegen wir es auf alle Fälle fertig. Also da sehe ich nichts. Und danach lade ich mir Resident Evil 2 runter, danach mache ich mir eine Runde Resident Evil 2. Hab von den Game of Thrones nicht viel gesehen und gehört, dass es nicht so gut sein soll. Ja, ich habe schon gezockt. Ja, es wollte halt einer Serie ankommen mit es tötet einen Hauptcharakter dann mal und. Aber ich finde, ich habe nie so eine Verbindung zu den Hauptcharakteren genommen wie in Game of Thrones einfach. Und das haben sie nicht hingekriegt, also. Aber dann frage ich mal, ob euch The Wolf Among Us interessiert. Das hat ja voll. Habt Willefing durch? Ich hasse dich dafür. Echt, hast du durch? Ja, was sagst du denn? So schlecht ist es doch gar nicht, oder? Komm, so schlecht war Willefing doch gar nicht. Ist das ein spooky Bild? Okay. Ja, ich wäre jetzt. Ich habe jetzt schon ein paar YouTube-Videos wieder aufgenommen. Und die funktionieren auch relativ super. Ich habe sie schon alle wieder angehört. Und ja, ich werde jetzt vielleicht. 4 plus 10. Okay. Was gibt's denn in der Story, Schulz? Was will es denn in der Story geben? Er hat Albträume. Nein. Vorhang. Nee, warte mal. Lüchter. Na. Lüster. Hä? Check ich nicht. Vorhang auf. 3 bis 10. Echt jetzt? Ich fand die Story so super. So zum Nachdenken, wenn das mal früher passieren würde. Jetzt habe ich mir einen Feind geholt. Geil. Super. War von den Filmen sehr enttäuscht, wollte auch, weil ich dachte, es würde richtig. Es ist ja kein richtiges Horror geben, aber ich fand die Story geil. Also, ja, ich war schon auch enttäuscht von den sonstigen Setting, oder? Also von den. Es war dann eher mehr Shooter, also so wie Resident Evil ganz nichts geworden sind. Am Ende war es auch nur. Nein, es war halt einfach. Es war kein Traumschutz, es war. Du bist in den Verstand eines Menschen eingedrungen, eines toten Menschen. Und der tote Mensch hat es geschafft, rauszukommen. Das ist einfach. Boah. Das ist so richtig zum Nachdenken, diese Geschichte. Und dann kommt, wie wurde ich hier angeschlossen, warum ich. Dann kommt noch, was hat. Okay. Malte, deine Katzen. Ich weiß, ich vergiss immer den Namen der Katzen. Weißt du, diese ganze komplexe Geschichte. Also. Ich meine, ohne mich hätte die Bianca auch nicht verstanden, die Geschichte, aber. Ja, wo ist denn das Zombie jetzt hin? Da war doch ein Zombie. Inventar öffnen. Ich muss irgendwas rauflegen, okay. Aha, cool. Ups. Der ist kommt ins Gefängnis. Jump. Duschen. Oh. Hallo? Ich fand die Story lahm. Muss aber auch sagen, dass mich die Story nicht so interessiert hat. Wollte es nur durchhaben. Ja, ich war einfach so richtig so, what und what? Und deine ganze Geschichte, was passiert ist. Und ich fand das eigentlich sehr interessant. Also, da sind Geschmäcker verschieden, also. Mir hat's ja gefallen. Okay. Theater, Theater. Okay, die Hiller so. Ist auf. Ding. Also, ich muss hier nach der richtigen Reihenfolge.
Okay, jetzt mal ein Dreieck. Okay, passt auf. Jetzt mal das allsehende Auge. Silent Hill Symbol. Und ein Rechteck. Vielleicht kriege ich hier irgendwo einen Hinweis davon. Die habe ich ja erkannt. An der Tür? Hey, cool, jetzt hat es ein bisschen Ding drin. Danke, Jules. Ah, genau, Jules, eins muss ich dir sagen. Echt Respekt für dein geiles Information bei deinem Stream, bei deinem Kanal. Ich finde die Information echt so genial eigentlich, dass die also richtig, richtig cool gemacht, Jules. Also ich fand, du hast beim Stream so gut beschrieben, als gibt's dich gar nicht. Also oder mich so beschrieben. Also echt, echt cool, also echt Daumen nach oben und so, cool. Fand ich cool. Sie hat ein Video kommentiert. Ich hoffe, du bist jetzt stolz. Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe erst danach gemerkt, dass ich dir anders antworten kann. Tut mir leid, ich hab's falsch gemacht, das Antworten. Ich habe aber geschrieben. Geil irgendwie, dass ich den Bananen-Gag, wo es anfing, drauf habe, noch auf YouTube. Okay, wartet mal. Dann machen wir anders. Das hier. Hä, wie? Was? Wie? Was meinst du? Was meinst du? Was? Was? Hä, wie? Okay, das passt auch nicht. Dann machen wir die hier. Die hier. Oder muss ich hier schauen vielleicht? Warte mal. Die Glocken da oben. Die hier. Mm-mm. Ja, Gott sei Dank hast du schon was für YouTube aufgenommen. Ja, mit anderen, was meinst du? Ja, ich hab, du hast ja geschrieben und ich hätte auf deinen Kommentar drücken müssen und dann antworten. Dann hättest du auch eine Nachricht gekriegt, dass ich dir geantwortet habe. So habe ich einfach nur geschrieben, oder? Und so wie es, wenn ich selber ein eigenes Kommentar abgeben würde. Und dann kriegst du keine Nachricht oder so. Das war falsch eben. Okay, ich check's einfach nicht. Da muss ich nur die Silent Hill Glocke läuten, weil da ist die richtige Leute. Das weiß ich ja. Hä? Zieh zweimal an der Glocke mit dem Auge, einmal an dem mit dem Kreis, einmal an dem mit der Flamme und noch einmal an die Glocke mit dem Auge. Okay. Zieh zweimal mit den Glocken an den Augen. Okay. Aber wie kommt man bitte darauf? Scheiße da. Dass man zweimal laden muss. Eins mit dem Kreis. Yay, WB rennt Jens. An der mit den Flammen. Und einmal noch mit dem mit den Augen. Also so eine Flamme darstellen, okay. Ja, wie komme ich denn bitte drauf? Ich habe den Jens auch mal geschrieben. Und ich habe von Jens die ganzen... Also doch. Blut. Ich will nur wissen, ob ich mich verfärbe, wenn ich reintrete. Nein. Der Kommentar war aber sehr geistreich. Warst du schon aufgeregt, dass du den Kommentar hast? Oder was war los? Ja. Ich wusste nicht, was ich... Ah, cool. Färbt sich. Warte. Ich nehm Blutbad. Das färbt sich doch. Okay, cool. Ja, ich war voll aufgeregt. Ich wusste gar nicht, was ich antworten soll.
fand das so cool. Das hat mir da Albert schon geschrieben. Und dann warst du auf einmal, dachte ich mir so, oh mein Gott, was soll ich denn schreiben? Hallo, schreib drauf. Ja, was ist denn los? Ja. Aber jetzt kriegt ihr bald demnächst auch wieder was zu sehen, die was wir immer meinen Stream verfolgen. Das müsst ihr euch keine Angst machen. Hey, was ist denn hier los? Da sieht die Unordnung nicht schlecht aus, weil das sieht doch cool aus, wenn die ganzen Papiere rumfliegen. Boah, was quietschen hier so? Geh weg von ihr. Du komischer im Rollstuhl. Und glaubt es beides zu verwalten? Was? Du meinst Stream und Ding. Ich bin noch, ich muss sagen, ich hab ein Problem. Aufnahme klappt. Also ich habe mir jetzt immer vorgenommen. Warte mal, ich sage euch danach, okay? Thank you for coming to shepherd your son home, Mr. Pendleton. I know it's difficult losing a child. Oh. With all due respect, I don't think you do. And like I already told you, there's been a mistake. I buried my son years ago. I understand, Mr. Pendleton. We all deal with grief in our own way. Shall we? Now, if you'll just sign for your son's body, you can take him home. No! This isn't my son! This thing's a monster, a murderer! Yes, well, I suppose that runs in the family. What the hell are you talking about? Don't you know, child? Have you wandered so far off the path to not even realize who you are? What the hell are you talking about? So often the answers are before us, Murphy. Only we allow ourselves to see them. Why are you doing this to me? There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death, prisoners in misery and pains, because they had rebelled against the word of God. Lord in their I screwed up. He saved but I didn't see any other he way. Them out of darkness. You don't know what it was like to know. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass ich nur so Stimme für Game of Thrones hat, oder? I saw Charlie's face. All I could think was that monster is still alive, but I'll never get to see my boy again. Why are you doing this to me? What do you want? What I did to me. Charlie was all gone, and I was stuck. Everything spiraled out of control. It was my fault. I just want my life back. Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? Yours, if you want it. You only need to claim him as your own. You see? I knew you'd come around. Bosskampf?
Bossfight. Also Endboss. Ja, was ich wegen Twitch und YouTube noch sagen wollte, es ist nur so, ich glaub's immer, also ich nehme immer einmal im Tag Zeit und eine Stunde aufnehmen. Das heißt, ich nehme jeden Tag ein anderes Spiel auf. Das heißt, ich komme eigentlich gut dran. Also jede zweite Woche habe ich das Spiel immer. Das klappt gut. Das klappt bisher richtig supi, oder? Jetzt bin ich gerade raus. Okay, jetzt bin ich gerade raus. Also ich kriege das hin mit den Aufnehmen, dass ich eine Stunde hinnehme. Aber das Problem ist, mein Problem zurzeit ist, wann lade ich es rauf? Das ist zwar mein großes Problem. Ich kriege das nicht, weil dadurch, dass ich so eine miese Internetleitung habe, braucht mein Computer schon so, ich sage jetzt mal eine Stunde. Ich habe das letztes Mal immer gemacht. Ich bin jetzt rausgegangen, bin mit jemandem was essen gegangen, habe ich eingeschaltet und habe es hochladen lassen. Dann komme ich zurück, muss schnell alles raufmachen und dann, das ist zurzeit mein Problem, wo ich noch nicht die Routine habe. Wann lade ich es hoch? Auch die ganzen Twitch-Sachen. Wie lade ich die hoch? Wann lade ich die hoch? Wann schneide ich die? Also es ist immer so ein bisschen mein Problem. Aber sonst kriege ich es mit dem Aufnehmen relativ gut hin. Nur mit den Hochladen habe ich noch ein paar Probleme. Also bei Twitch ist gar kein Problem. Da lade ich es einfach rauf. Zack, zack, zack. Habe ich das letzte Mal gesehen. Ich glaube, ich habe 5 Videos an einem Tag sofort gehabt. Und genau das möchte ich. Ich habe das so gemacht, nämlich ich habe einfach gedrückt Export, Export, Export auf 5 Videos und dann nebenbei was hochgeladen. Das möchte ich möchte ich einfach hinkriegen. Irgendwie denke ich, dass WhatsApp-Gruppe ist tote Hose. Mache immer WhatsApp-Werbung, aber irgendwie versteckt sich keiner im Stream. Ja, irgendwie sind nur Ari, du, Jens und ich sehr aktiv. Der Rest ist eigentlich nie aktiv mehr, muss ich sagen. Womit kann ich es nicht einfach für dich hochladen? Ist das so schwer? Ich weiß es gar nicht, Schutz. Ich müsste dir die Videos schicken. Dann könntest du das hochladen. Das wäre dann kein Problem. Ich müsste dir die Videos schicken. Ich meine, das Einzige, was ich dir könnte, mir dein das könnte ich könnte dir mein Twitch Profil geben. Ich könnte die Videos schneiden und du könntest einfach hochladen. Also die Twitch Profile einfach hochladen. Ich muss mal weiterspielen hier. Also einfach die, dass du einfach die Highlights hochlädst. Das würde funktionieren. Ich könnte dir so sagen, ein bisschen erklären. Wir könnten uns beim Discord treffen, also ein bisschen unterhalten über das. Das ginge dann schon, ich dir erklären, wie es ging und so. Das würde schon, aber sonst müsste ich die Videos dir schicken. Was es betrifft, habe ich dir immer eine einfache Lösung. Je nachdem, wie viel du hochlädst, wenn das Video du gesagt hast. Wenn ich immer einfach los, je nachdem wie viel du hochlädst, mach das so wie du gesagt hast. Das genau, also wenn ich. Und das Problem ist, ich möchte das hinkriegen, dass ich jedes Mal, wenn ich arbeite, also bevor ich arbeite, zack, reingehen. Einfach so reingehen mal, zack. Und dann, wenn ich arbeite, wenn ich vor Arbeit komme, beschreibe ich alles und veröffentliche es. Das wäre keine blöde Idee. Ich würde sagen, wir besprechen das mal, Chefin. Ja genau, also mir würde das schon abhelfen, wenn ich das mit Twitch nicht machen müsste. Weil ich muss mir ja dann immer wieder Titel einfallen. Ich muss kurz reinschauen in das Video, was habe ich da gemacht, was kann ich für einen Titel verwenden. Dann muss ich die Kommentare, dann muss ich das Spiel angeben, dann muss ich so, ich weiß nicht, Hashtags quasi für YouTube angeben und so. Ist auch viel Arbeit, also ich sitze da schon meistens so eine halbe Stunde rum und dann muss ich nebenbei noch für den Stream machen. Ich sollte aufnehmen, also ist schon viel Arbeit, muss ich sagen, aber ich tue es ja gern, also... Ja, schicken wir es ja genauso down. Aber eine Idee, Jules. Du siehst also den nächsten. Ja, genau. Wir haben noch ein Zimmer frei. Oh ja, die kann ich. Ja, also das ist deine Aufgabe, wäre dann einfach reinschauen. Einfach in die Videos reinschauen. Ich würde ja gerne drunter, wo ich die Beschreibung habe. Also die Beschreibung sollte so wie sie jetzt ist, bleiben. Also so möchte ich sie haben. Beschreibung und dann möchte ich aber ich möchte irgendwas immer nur dazusetzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schreibe wie Call Me, zum Beispiel könnt ihr jetzt schreiben, da beginnt der Bananenwitz an oder so irgendwas dazu schreiben. Also es wäre kein Problem. Ich müsste dir aber auch meinen YouTube-Account geben, also
Das ist Charlie, ja? Hey, Charlie! Hey! Oh! Ja, er kann nicht springen. Ich kann springen irgendwie. Ich kann irgendwie. Also, ich renne so schon. Scheiße. Ich war bei einem anderen Spiel gerade. Ja, ich kann aber immer werfen, ne? Also, wenn ich jetzt den Chat nicht lesen kann, ohne mein Doppel zu hören. Ah, was ist mit deinem scheiß blöden Licht da? Oh, danke. Was macht denn der jetzt? Ich komme nicht zu meiner scheiß Axt hin. Warte. Was hast du gemacht? What are you doing? Man? In your face. Was ist jetzt denn nichts, bitte? Okay, ich weiß ab und zu selber nicht, welche Geräusche ich hier mache. Oh! Du Arsch! Ich glaube, mein Freund wird sich auch denken, ich mache ein Porno nebenbei oder was? Krass. Nein. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Mach ich das eigentlich richtig? Oder sollte ich ihn mal erschlagen, wenn er... Oh. Nein, okay, ich muss jetzt kurz mal... Ich mach mir einfach... Ich nenne alles gleich einen Ort mit den Titel, das Spiel und die einzelnen Aufnahmen. Nur ein paar... Ja, das habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ich mag lieber ein paar Titel haben. Dass die Leute so wissen, zum Beispiel, wenn ich schreibe... Teamtrennung, dass sie gleich wissen, was hier passiert oder so. Oder Affenbande. Ja, Dennis. Das wäre eine Idee. Ich ziehe einfach zu dir. Nur würde meine Mutter glauben, ich einen Nervenzusammenbruch kriege, wenn ich plötzlich nach Österreich auswandere. Ja, sag ich es halt wegen deinem Job. Nee, ich glaube, Dennis würde mir doch noch den letzten Nerv rauben. Was soll das heißen? Oh, muss Overwatch laden. Oh, kann man das jetzt schon runterladen? Cool, muss ich ausladen. Hast du eine kleine... Oh, ich habe eine Waffe. Tun wir so, als wäre das jetzt nicht passiert. Ich vergesse, dass ich eine Schusswaffe die ganze Zeit habe. Ich habe eine SMS gekriegt. Oh. Ja, also, genau, was sind auch noch so gesagt? Sonntag und Sonntag, Montag, Dienstag kriegt ihr auf alle Fälle. Dienstag weiß ich jetzt noch nicht, aber Sonntag, Montag gibt es keinen Stream von mir, aber ich werde ein paar Videos mit der Bianca auf Twitter stellen. Wir sind ja in Wien und wir werden ein paar Videos reinmachen auf Twitter und so. Ich bin mir aber derzeit noch sicher, ob ich nicht Facebook lösche, weil Facebook ist die größte Pleite von allen, muss ich sagen. Also, wie komme ich nochmal zu der Waffe? So. Charlie, where are you? Charlie und die Schokoladenfabrik. You were a draft car. Oh fuck. Oh! Am Wochenende Wien? Ja, ich bin am Wochenende Wien. Scheiße, wie ziele ich nochmal? Ich habe die falsche Waffe. Nee, ich habe die ganze Zeit keine Waffe. Was ist denn meine scheiß Waffe? Ich habe doch keine Waffe. Hallo. Da. Nein, was mache ich denn? Ich weiß nicht, wie ich die benutze gerade. Seht ihr gut, dass ich fast alle Munition aufgehalten habe. Kann ich jetzt einfach abschießen da den Arsch. Ganze Zeit hier.
Wenn er kniet, muss ich glaube ich zu ihm hingehen. Also jetzt zum Beispiel. Scheiße. Ich lese den Scheiß da gut danach. Oh, das ist nicht euer Ernst. Scheiß die Wand dann, ich habe kein Wort zu mehr. Und jetzt auch kein Meme. Am Wochenende in Wien, ja, wir gehen Konzert, wir gehen News, wenn euch diese Band was sagt. Wir gehen Montag ist Konzert und wir fahren Sonntag rauf. Chill ein bisschen in Wien und Dienstag um 17 Uhr geht's wieder nach Hause. Warte, muss ich mir aufschreiben, rausschmeißen, wo die Nisse aber vergisst. Also du kannst schon, wenn du willst, einfach, du kannst einfach, wie du willst, die ganzen Streams einfach raufladen. Ich schneide sie dir und du lässt sie rauf. Oder du kannst sie selber schneiden, wie du willst. Also immer 30 Minuten. Ich erkläre dir das in Discord, okay? Können wir gerne mal reden. Hast du mein Fail von ihm mitbekommen mit der Taverne? Du meinst, wo du eingeklemmt warst, wo du die Tür vor dir geschlossen hast? Wenn er kriegt, musst du, glaube ich, okay. Ja, tja, zwei Minuten für Bugs, so, sonst was. Aber war zu geil. Ja. Ja, das ist immer bei großen Titeln. Das ist so wie, wie bei The Witcher. The Witcher ist zwar ein großartiges Spiel. Es gibt aber dafür, dass The Witcher so riesig ist, wenig Bugs, muss ich sagen, für diese Großding. Da gibt es dann wieder, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen, The Vision ist ein bisschen kleiner und hat mehr Bugs, meines Erachtens, als The Witcher. Habe ich eigentlich The Witcher? Habe ich gar nicht angekündigt, dass ich das aufnehme? Dann warte ich noch. Gut aufnehmen da. Ich komme. So. Achso, so habe ich die rausgeholt jetzt. Okay. Do a drive car. Boah, mir gehen manchmal die Lieder nicht aus dem Kopf. Ja, soll er mal aus dem Wasser kommen da. Hier geh ich, du kannst Tür. Ja, gib mir eine. Benutzen. Gib mir mal den Hammer da. Das war's. Das war es. Ohne Witz. Ja, ich glaube, wir nähern uns dem Finale, Leute. Also, wie kommt's so vor? You killed him. You killed the Boogeyman. The Boogeyman? Doesn't matter. Das bin ich. It didn't bring you back. Und du suchst ja auch immer die großen Titel raus, glaubst du nicht? Ja, also The Witcher fange ich noch gar nicht an. Also, ich mache das erst, nachdem ich Tomb Raider, Dark Souls oder Spec Ops fertig habe. Davor fange ich keinen anderen Titel an. Ich mache das jetzt so, einfach nach der Reihenfolge. Das ist immer so, Leute. Also, egal was passiert, man ändert nichts, wenn man... Wenn das schon passiert ist, ist es schon passiert. Freedom. Nee, Schulz, also ich zock ja gern und... Stimmt aber. Ja, aber kennt ihr den Film Boogeyman? Das ist ein guter Film, guter Horrorfilm. With a drive car. Warte mal ab, bis die richtigen Spiele kommen, die anspruchsvoll sind. Bis die richtigen Spiele kommen, die anspruchsvoll sind. Durch Border Kreis. Okay.
Also bei mir steht erstmal fest, bleibt jetzt bei Beschreibung und GTA 5. Die müssen erstmal durchgespielt werden. Okay, außer mit Uncharted 4 werde ich mich nächste Woche zur Zeit nehmen. Ah, ich werde Uncharted 4 offline zocken. Also, da ich die ganze Uncharted 3 eigentlich gestreamt habe mit den Jahren und wir jetzt bei 3 eigentlich hängen bleiben, sehe ich es nicht ein, dass ich jetzt Uncharted 4 alleine mache. Wenn dann mit den Jahren, aber ich glaube, das wird es auch offline zocken. Also, das lasse ich dir, Jens. Ja, ich finde das anspruchsvolle Titel, was ich habe eigentlich. Ich komme gar nicht mehr zum Offline-Zocken. Doch, ich zock schon ab und zu noch offline. Okay, ich bin im Kanal. Da geht's rauf. Mit Uncharted 4 fange ich nachher mit an. Du warst sicher schon da, oder? Ich dachte, ich wäre so froh gewesen, wenn ich eine der Glücklichen gewesen wäre, die was Uncharted früher bekommen hätten von Amazon, aber nee, das bin ich leider nicht. Schade. Gut. Warum habe ich denn nie diese Schusswaffe benutzt? Hey? Okay, ich nehme den Stuhl mit. So. Na, wer hat was gegen mich? Ja? Ja, ich bin in den Stuhl hier. Du wirst AFK. Ich meine, vielleicht gibt es mal echt so. Wenn ich dann die höhere Qualität im Stream habe, also mir kommt ja vor, ich habe fast gar keine Qualität im Stream. Du bist gleich durch. Ah, supi, okay. Also ich habe noch gar, ich muss echt sagen, ich weiß selber, dass ich eigentlich im Stream keine Qualität habe. Ich habe leider schlechte Internetleitung und mein Laptop würde es nicht schaffen. Und eigentlich schafft es mein Laptop, glaube ich, nicht. Nein, mein Laptop würde es schaffen. Er schafft kein Computerspiel, genauso geht's. Das habe ich auch runtergeladen, Schulz. Tropica 4. Aber ich habe es nicht gezockt. Ich habe es mal runtergeladen. Vielleicht, dass es dann sein kann, dass ich echt alle Spiele streame. Es kann echt mal passieren. Ach, ist gratis, nicht? Was ist das für ein Game? So. Ja, es ist so, ich weiß nicht, ob du den kennst. Total War, das heißt, genau. So eine Art Total War ist das, so ein Strategiespiel. Oder glaube ich halt zu wissen. Öffnen. Hallo. Ich lebe über Wasser. Hab gute Leitung. Und guten PC. Kann 4K machen, wenn ich wollte. Ja, ich muss mir eigentlich mal bessere Leitung holen. Also, ich dachte dazu mal, ich habe das bestellt mit besserer Leitung. Aber das habe ich nicht mehr. Aber ich werde das mal. Ich überlege sowieso, ich muss ein Jahr drin bleiben. Und ich habe jetzt ab September oder ab Oktober, also da, wo ich angefangen habe zu streamen, habe ich dann ein Jahr. Und dann, ich habe einen Jahresvertrag und vielleicht überlege ich, ob ich wechseln soll. Der geht eigentlich voll klar mit Controller. Aber nicht streamen, weil es von Twitch so nicht geht. Ja, Twitch geht ja nur bis Ding. Twitch kann man ohne Dach zum Zwick zu einem Best, das stimmt ja. Aber das kann man machen, ja. Also, aber ich kann zum Beispiel. Ich kann 60 MPS und ich nicht FPS natürlich nicht machen, weil die Elgato da Probleme hat mit OBS, habe ich mal gelesen. Eine Beerdigung. Beerdigung. Sie sind hiermit herzlich eingeladen zur Erbedenk von Elysian Alien Warden. Der Gedenksgott ist. Alter! Danke, Merle! Wow.
Danke für die nette Meldung im Bestattungsinstitut Peking statt. Der Erfolg von Beerdigung. Boah. Sogar das erschrickt mich noch, ey. Das hat mich jetzt mehr erschrocken als der Rest, eigentlich, was ich immer habe. Warte mal, bis du was machen, Flauschi? Warte mal, bis ich was mache, Flauschi. Ja, echt, jetzt, yes, das wäre. Na gut, könnt ihr aber. Schön, dass sie mittlerweile an die Lüli erschreckt. Das ist aber cool, oder? Mir gefällt das. Ja, echt, ey. So, okay. Ich bin sicher jetzt irgendwie falsch gerannt, deswegen habe ich ein bisschen das Spiel. Bisschen das Spiel gezogen. Okay. Gut. Normalerweise müsste jetzt der Silent auch drüber geschickt worden sein, aber ich weiß es nicht. Der war heute recht müde. Vögelchen. Vögelchen, flieg. Ich glaube, ich habe den allerletzten Vogel vom ganzen Spiel rausgeschickt noch. Boah, es ist immer so hell, ey. Ja, also es wäre schon cool. Nein, also ich brauche die Qualität jetzt nicht höhere, weil ich kann nicht höher streamen. Ich habe ja schon mit dem Laptop ab und zu Probleme mit dem Aufnehmen. Ich muss da ja leider zurückschrauben schon. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn ich mal ein bisschen meinen Computer kaufen kann. Okay. Ich renne die ganze Zeit mit dem blöden Stuhl rum, das sieht so geil aus. Kann ich hier aufnehmen? Hallo? So. Oh, dieses blöde Lied, warum geht das nicht aus dem Kopf? Immer diesen scheiß Radio haben wir und dann geben wir die ganzen Lieder nicht mehr aus dem Kopf. Inventar öffnen, was ist denn das? Was kann ich hier machen? Warte mal. Ich habe keinen Kaffee mehr. Panisch aus dem Fenster springen. Ich habe noch Kaffee. Ich habe auch noch Kaffee da, Jens. Wenn du möchtest. Weiß nicht, was ich mache. Ich hätte das Stückchen Holz nehmen sollen. Oh. Ein bisschen herlegen. Ich bin jetzt zwar fast durch, aber ich ziehe jetzt das Spiel in Länge. Okay, das kenne ich schon wieder nicht aus. Ja, schön für euch. Soll ich dann rüberschicken? Dauert nur einen Tag. Okay, warte, da war ich doch schon, ja. Ich kann auch einen Schokochino anbieten. Kaffee mit Kakao. Das ist richtig gut. Trinke ich immer. Hä? Hab ich irgendwas gesehen, Mann? Jetzt warte mal. Da war dieses Ding. Was ich nicht kann, weil ich dieses Ding, was ich brauche, nicht habe. Und da könnte ich raufklettern. Ich kletter mir mal rauf. Um zu schauen, was da oben ist. Ah. Aha, okay, jetzt habe ich schon gepackt. Mache ich morgen zum Muttern Kaffee klauen. ich kann es leider nicht klauen von meiner Mutter, weil sie nicht die Kaffeemaschine hat, die was ich habe. Leider, leider.
Hallo ihr Lieben, hey Merle. Fertig gestreamt für heute. Alles klar bei dir? Und vielen Dank fürs Host nochmal. Hoppa. Wo ist der Stuhl hin? Ey, war echt jetzt? Ey, nein, ich habe mich abgelegt. Hey Exo, servus. Ja, 6 Stunden reicht. Wie könnt ihr immer alle einfach so 6 Stunden drauflegen? Mann, 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 Mann. Du kannst nicht einfach allein lassen. Soll ich den Stuhl wiederholen? Der Stuhl muss gehen. Vielen Dank, Urban Zockers, und willkommen in der Falkis Army. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ist hier. Wenn ich wieder einen Stuhl finde, nehme ich ihn mit. So. Ah, da kommt. Schade, da ist nicht alleine. Da kommen schon die Zombies. Ja, jetzt komm her. Ich schlagen. So. Wird jetzt irgendwie kalt gerade. Boah, jetzt komm her, hey. Boah, es gibt's euch nicht. Zuckt da rum, wie als wäre er gerade auf Entzug oder so. Was ist denn mit dir? Weiß, ich glaub's euch nicht. Wenn ich einmal wegwerft, dann schmeiß ich in die Axt nach. Gut, das hat das geschafft. Warum bin ich jetzt eigentlich nass? Der Stuhl ist so scheiße, der zerbricht jedes Mal. Das hasse ich, die Axt. Ja, okay, bis nächstes Mal einen Stuhl kriege. Nie auch, danke. Einfach schon Stuhl an den Kopf, ja. Hallo. Ja, geil. Was ist denn falsch mit dem Bild? Ja, weil es umgekehrt ist. So. Gut. Gehen wir auf Fernseher schauen. Sehr interessanter Film. Der Ton klappt noch nicht. Ach, was muss ich jetzt hier schon wieder machen? Das ist eine Kerze, oder? Oh mein Gott! Vielen Dank, Elmer Reska, wieder für deine Donation. Dankeschön. Geil. Das ist immer so. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Ich komme meinem Computer einen Schritt näher. Morgen schreibt sie ihre Kündigung. Das wäre echt cool. Das gibt aber echt viel Streamer, die was machen. Die schreiben immer, oha. Die schreiben immer, sie müssen, keine Ahnung, 300 Euro in der Woche. Husten ist doof. Sie müssen immer drei Wochen. Boah, ist mich gerade erschrocken. Wartet mal. Okay, wenn ich das Bild wieder umdrehe. Achso, es ist wieder umgedreht. Ja. Das müssen wir Boden nutzen. Ja, aber falls du gegangen hast, Merle, schaut mal den letzten Übertrag an, die gibt's viele von.
Eine Runde für Flauschi. Albert. Ich mein. Flauschi, glaub. Du sollst nicht dein ganzes Geld an mir verschwenden. Oh Mann, vielen Dank nochmal. Also, muss ich jetzt schon wieder ausmachen. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank nochmal. Was geht echt so? Wo ist denn dieses Zombie jetzt? Scheiße hier. Wow, das geht. Vielen Dank, Khalid, Red Cup. Thank you very much and welcome in my stream and how are you? Das fällt mir gerade nicht ein, wie ich so. Das lebt noch immer. Ich glaube, ich muss das töten. Vielen Dank nochmal, Albert Wesker. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, aber ich verwende nicht dein ganzes Geld an mir. Aber echt, Merle, und sind doch auch da. Ich sind doch auch da, okay. Ja, geil, was hat mir das gebracht? Ich muss das Monster töten, oder? Okay, super. Okay, wir verlassen mal wieder hier. Red Cup, sagt sie. What? Are you going to beat the game? Das heißt noch mal Beat, Leute. Kann mir jemand helfen? Ich will das hier noch mal anzünden. Oh mein Gott, ich bin in Englisch irgendwie. Ich kann irgendwie Englisch, aber irgendwie kann ich es voll gar nicht. Okay, ist hier sehr gut. Ich hoffe, ich habe das Spiel echt jetzt gleich fertig. Ein Briefkasten? Da könnte ich runterspringen. Nee, wartet. Wait a moment. Oh. Ja, muss ich jetzt runter oder rauf? Yes, I going beat the game. Danke, Keks. Ja, ich bin so mies. Ich kann kein Englisch. Ich kann nur die bösen Wörter. Nee. Was ist denn das für eine Stange hier? Potato na. Nein, jetzt habe ich wieder die scheiß Stange in der Hand. Nee, ich will die Axt. I think this is the best installment of Silent Hill series. Keks, du bist wieder gefragt. Bitte übersetzt mir mal. Bist du gut in Englisch? Ich weiß. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Englisch. Erst recht heute. Potato. Ich verstehe das, was ich will. Stehen. Ein Vögelchen. Lass mal wieder das Vögelchen fliegen. Was ich das eigentlich mache, weiß ich auch nicht, aber es ist meine Aufgabe. Ich glaube, den Schulz hat wieder rausgekickt, kann das sein? Er ist mal wieder nicht drin. Ich schätze mal, er meint, es wäre das beste Spiel, das er. You think it's the best game of Silent Hill? Really? I think it's Part 2. Danke, Jens. Och, ich muss bloß sein. Alles raus. It's no problem. I have a guy here is can do it for me in German. I
Albert, ich sag's dir, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal. Krass, hey, was ist los? Was ist denn los? Krass, hey. Albert, ja echt jetzt. Du willst echt, dass ich morgen kündige, oder? Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Follower, Khalid, und willkommen in der Falkis Army. Ist gerade der ist gerade so untergegangen, der Alert. Jetzt kommt er. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank, echt jetzt. Cool. Finde ich echt cool. Jetzt läuft mal der Donation Alert. Ach, steht schon wieder. Did you really think it could end like this? After everything you saw back there, everything we've been through, you think going back to prison is all that's at stake here? We're not going to Wayside. What are you saying? Turn the boat around. Ich liebe dieses Lachen. Are you out of your mind? We're free. When we reach the opposite shore, I'll go one way, you can go the other. It's that easy. Habe ich aber lange gebraucht, bis ich ihn gefunden habe, diesen Lacher. I have no idea. The hell you're talking about, and honestly, I don't care anymore. There is no way in hell I'm going back. It wasn't a request. We've both just been through hell. Haven't you been paying attention? No, you have been paying attention. You think this is all an accident, just a big coincidence? This town, it moves me. It showed me things. It wants me to finish this. Don't you understand? It'll never let us go until we finish what we started. Hi Silent, how are you? On Xbox. I told you. Finde ich super, dass du ihn gefunden hast. Ja, aber ich ehrlich muss sagen, mir gefällt eben das Männchen, was sich auf dem Arsch schlagt bei dir. Das ist auch immer cool. Ah, hat die mich jetzt erschossen? Kein Zurück. How's it going, Murph? Heard you're gonna be leaving us soon. What do you want, Sewell? You weren't thinking of leaving before you paid back my favor, were you? Napier. What am I talking about? Of course. Ja, das wollte ich heute öfter sehen. You're a real stand-up. Ja, das ist echt geil. So right there in black and white. Es gibt's aber bei Twitch Alerts nicht. Was sind das denn eigentlich her? Ich wollte mir auch ein paar mal so neue reinfügen, weil ich habe auch bei anderen gesehen, es gibt verschiedene solche Sachen, aber ich finde die solche nie. What do you want me to do? What you're good at, of course. Ridding the world of monsters. I got another one for you. Who is it? Don't worry yourself about the details, Cupcake. Just take out the garbage like you did before and be square. Cupcake, hast du Zuckerpuppe, okay? There's gonna be a little disturbance tonight. The other guards and me are gonna have our hands full, so no one's gonna notice when you head down to the shadows and find your guy waiting there, just like last time. And then? Oh, I think you know what comes next. Unless, of course, you're thinking of breaking our deal. And this other guy, he deserves it? Oh, Murph, you have no idea how bad he deserves it. Hell, I only wish I could do it myself. So, what do you say, Cupcake? Puh, du fragst mich was, ich habe was nicht cool gefunden. I'll take care of it. Hab irgendwas, bis ich es ausgesucht habe. Ja, ist aber echt gut gesucht worden. Also, hello, hello from Mexico. How are you? Das ist das. Kenn ich aber auch ewig gesucht. Hab auch ewig gesucht. Also. Ah ja, du hast dieses Batman-Ding. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich Videos einfüge als Follower-Alert. Du hast ja alles auf Video. Ey, Jules ist wieder zurück. Servus. Muss ich ihn töten? Good stream, thank you. Kommst du aus Mexiko? Nein, nicht ich, sondern
Der Yandix. Ich weiß nicht, glaube, wie ich es ausspreche, sage ich immer Hallo von Mexiko. Ja, ich merke mir, wo meine Leute herkommen. Sowas merke ich mir irgendwie, ist immer lustig. Das richtig Wichtiges merke ich mir irgendwie nie. Sowas, was für die Arbeit gut wäre oder so. Ich habe einen Stuhl gefunden. Oh mein Gott. Kommt her. Ich bin die gefährlichste Frau der Welt. You from Mexico? Wo komme ich denn her, wenn du das merkst? Du kommst aus Hamburg. was ist... Hello from Mexico, oder? Nein! Achso, ich... No! Hello to Mexico, sorry. Scheiße. Mann, warum merke ich immer, dass ich weg bin? Langsam wird es alles später, dass ich immer rausfliege. Ja, ich fällt's immer auf. Ich kann ja die Liste anschauen, Jules. Ich sehe das ja. Ich habe keine Taschenlampe, oh mein Gott. Ja, ich brauche einen Stuhl. Stuhl ist cooler. Oh je, Hamburg. Ja. Mhm. I might be able to cross over on this. Ihr müsst mir ab und zu mein Englisch verzeihen. Ja, gehen wir einfach den schmalsten Weg von allen. Ich hasse es bei uns hier in diesem Spiel. Bayern ist Schnee. Ah genau, die Merle kommt aus Bayern. Bayern, das auch zu Österreich gehört. Also Bayern ist für mich Österreich. Das gehört gar nicht nach Deutschland. Okay. Jens, was wieder mein Labi. Das ist heute ein bisschen fies zu mir. Ja, was ist mit deinem Laptop? Muss man... Nicht Schnee, Schee, so schön. Das ist immer krass, wenn auf einmal jemand mit so Dialekt kommt. Good stream, Denise. Thank you. Er kann halt nicht so gut Englisch halt, aber er lobt mich immer. Das finde ich immer cool. Ich habe meinen Stuhl verloren. Mein Stuhl. Ich hasse das Balancieren in diesem Spiel, das ist so schwer. Bin nicht 48 Mal in diesem Stream gestorben. Sieh mir erst seit eineinhalb Stunden. Drücken. Okay. Ich muss ein bisschen langsamer rübergehen. Wie das hin? Oh. Okay. Nee, du bist. Okay. Rauf, rauf, rauf. Alter, 11 Zuschauer, was geht? Es ist halb zwei. Könnt ihr überhaupt schlafen? Das ist Fremdwort für euch. Ja, Schulz, es ist ja morgen Feiertag. Ihr habt alle morgen frei. Nur ich nicht. Tja. Gut. Runter mit mir. Ist aber für uns auch. Ich schlafe am Tag, das reicht. Ah, eine Axt. Okay, tut mir leid. Ich muss den Schuh wieder liegen lassen für eine Axt. Die Axt ist einfach Axt. Ach, geil, ich habe kein Inventar mehr. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt echt zu langsam zum Finale. Oh nein. Oh nein. Ich auch.
ist männlich. Ich füge gerade keinen Namen ein. Okay, Silent ist männlich. 28 Jahre alt. Er sitzt ein 11-jährige Haftstrafe für und ab. Er scheint in ausgezeichneter körperlicher Verfassung zu. Es kommt ja nach Silent Hill 2. Resident Evil 2. In ausgereichter körperlicher Verfassung zu sein. Wir haben kurz über seine Vergangenheit und die Ereignisse, die zu seiner Haft führten, gesprochen. Silent lehnt ein ruhiges und etwas infundiertes Verhalten einen Tag, scheint sich aber sein Verbrechen bewusst zu sein und kann seine Strafe absitzen, ohne Ärger zu verursachen, einen Widerstand zu leisten. Aus diesen Gründen empfehle ich eine Entlassung auf Bewährung. Hochachtungsvoll. Okay. Nach CSGO. Übrigens als Zuschauer einen wunderschönen guten Abend. Ich hab sogar CSGO, aber ich glaube, ich kann es nicht streamen, da ist einfach mein Laptop zu mies dafür. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Möchte ich die finden? Und eine Zugangskarte, super. So. Nee. Ah, eine Schusswaffe, Hallihallöchen. Nee. Schade. Okay. Und das war perfekt vorgelesen. Dankeschön. Ist mal was Gutes. Die Meile probiert mal alle Dings aus. Dingsbums aus, alle Befehle. Ist immer kompliziert, weil die Merlin und der Schulz, die haben die gleiche Farbe bei mir. So. Kann ich hier weiter? Hallo. Ich gehe mich mal umziehen hier. So sweet, thanks. Gut. Oh mein Gott, okay. Blub. Okay, jetzt ist die mal eine andere Farbe. Ja, ich mag ja Violett, muss ich sagen, also. Jetzt geht das Schulz und macht weiter. Also immer noch lila. Bei mir nicht mehr. Ach du blöder Idiot da, die das sind so, wie soll ich sagen? Abhängige, die was jetzt gerade auf den Zug sind. Oh! Ja, was knabberst du denn da? Oh, okay. Das geht jetzt ab. Oh, was ist los hier? Was? Abgelaufen Hustensaft? Stimmt doch gar nicht. Obwohl, ich hab's Haus echt abgelaufen Hustensaft. Ich darf das gar nicht die Geschichte erzählen, weil sonst denkt ihr alle, ich bin eine miese Freundin oder so. Nein, das erzähle ich wirklich nie. Ey! Ja, echt, die Genella. Da, eine Scheiße kannst du dir selber behalten. Kann es sehr schädlich sein? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, nein, es kann nicht sehr schädlich sein. Was liegt denn da? Oh. Oder du bekommst Halluzinationen. Aber es wäre nicht die Geschichte, aber ich meine, oder du kriegst Halluzinationen, Jens. Das kann auch vorkommen. Ich spreche aus Erfahrung. Ob ich diese Geschichte bei 11 Zuschauern sagen soll? Nee. Kann nicht, denn ich zeige Geschichte. Ja, das ist auch eine Geschichte, die Steingeschichte, aber die meinte ich eigentlich nicht. Oh!
Hallo. Ist erst viel Haare abgelaufen. Ja, okay, so einen habe ich doch nie gehabt. Ich habe 2 Jahre gehabt. Na, holla die Waldfee. Okay, ich muss wieder lesen. Oh nein. Boah, ist das ein Dexter. Und noch in dieser Schrift. Oh mein Gott. Hallo Schatz, ein weiterer Tag, ein weiterer Brief aus diesem Höllenloch. Ich bin jetzt schon seit 8 Monaten eingesperrt und Dinge scheinen immer schlimmer zu werden. Ich kenne ein paar harte Kerle draußen, aber keiner von ihnen kommt die Freaks hier darin auch nur in Ansatz. Na, ich rede von eiskalten, verdammten Mördern, Vergewaltigung, so perversen Kinderschänder und am schlimmsten. Es gibt noch keine. Wackeln. Ich schwöre, ich in den. Okay, es verwirrt mich, wenn ich den ganzen Chat hier nebenbei lesen muss. Den verdammten Mörder, Vergewaltigung und sogar perverse Kinderstellen. Und am schlimmsten sind die Wachen. Ich schwöre, in der ganzen Gesinnung gibt es nicht einen normalen. Es sind alles nur Arschlöcher und Abzeichen, die ihren Spaß daran haben, die Insassen haben, zu schubsen. Ich dachte immer, ich müsste hier, wenn aufgrund der anderen Kerle immer meinen Arsch zur Wand haben. Aber keiner hat darum gesagt, dass ich mich ständig von Acht nehmen muss. Ich kann es nicht erwarten, hier raus zu werden. Rick, okay. New German. Go German. Good German, also good German. Ich wollte gerade sagen, der Silent hat mal gesagt, du bist Polin. Leider kann ich gar kein Polisch. Kein Polnisch. So, okay, wir gehen weiter. Da scheint ein Licht zu sein. Schön. Ich habe einen Stromschlag. Ach man. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte erzählen kann. Es geht eigentlich nicht um mich, nämlich in dieser Geschichte. Naja, es geht darum, weil ich was jemandem gegeben habe. Ich habe keine Sorge, ob ich da auch geboren. Ja. Ich bin ja eigentlich, nein, ich bin nicht in Italien geboren, aber ich bin halb Italienerin. Aber ich kann trotzdem kein Italienisch. Leider. Ein bisschen kann ich Italienisch, ja. Jetzt wartet mal, ich bin in diese Richtung gegangen, ich gehe jetzt mal rauf. Nein, da war ich dann auch schon, oder? Zu dieser Fahrstuhl abgestürzt. Okay, ich bin ganz verwirrt jetzt, wo ich hin muss. Warum schreibt ihr alles doppelt? Was? Nee, die schreiben nicht alles doppelt. Der arme Silence. Was, der arme? Okay, es wirkt. Ich wollte gerade sagen. Nee, das stimmt doch gar nicht. Merle, kennst du schon die Story oder was? Von den Hustensaft? Oder stellst du dir gerade nur vor? Okay, da war ich schon. Ich bin schon wieder verwirrt. Nee. Das war der Jules. Oh mein Gott, ich verwechsel jetzt den Namen. Jetzt fängt es wieder an. Ja, ich meine, das war Jens. Ich habe nur gerade den Namen verwechselt. Mit an. Das passiert mir sehr oft, wenn es... Ich kriege jetzt sowieso wieder Standbauke gleich. Ich bin an, mir sagt, es ist nicht wirkt. Hä? Okay, ich bin gerade verwirrt. Warte, wo war das Licht? Wo war das Licht? Wo war das Licht? Frag mal, wo das letzte ist. Okay. Ja, das letzte Einhorn wird da sicher neben Jens hocken, oder? Wenn das ein Einhorn ist. Was haben wir hier? Walkie-talkie. Warum ist gerade Gyros? Sie wechseln wieder meinen Namen. Hatte wie lange nicht mehr. Ja, echt jetzt, oder? Haben wir lange nicht mehr. Und ich habe jetzt immer Schulz gesagt, also muss auch mal respektiert werden.
Aber zum Glück ist der Schulz nicht so traurig wie sonst immer. Ich habe immer noch keinen Gyros gegessen, Leute. Ich komme nicht dazu, Gyros zu essen. Ich kann das nicht mal. So. Nee. Geil, komme ich nicht mehr zurück, oder was? Nee, das bringt mir aber nichts, wenn ich wieder zurückgehe. Gyros ist nicht Lasagne. Okay, wir gehen nochmal zurück. Okay, kann mir irgendjemand helfen? Ich möchte echt das Spiel heute noch fertig machen. Ich möchte aber nicht zu lange, weil ich muss schlafen. Wing B. Okay, da ist dieses passiert da. Das heißt, ich muss sicher irgendwie in diese Richtung. Ich mach mir auf fix. Okay. Ja, macht der ein lecker Täschchen. Du sollst jetzt langsam mal gesund bleiben. Bist den ganzen Urlaub jetzt krank. Okay, ich glaube, ich bin wieder weitergekommen. Hä, bin ich da gar nicht weitergegangen unten? Hä, ich bin nicht weitergegangen. Ich möchte bald spielen. Ja, cool, jetzt sind wir auf einmal in der... Ich kann dir jetzt was sagen, Merle. Das, was ich von Silent weiß, aber ich verspaß mir jetzt mal. Weil du so schön einschaltest und ja. Also es würde jetzt das Silent sagen, das weiß ich. Oder schreiben, beziehungsweise schreiben. Was mit uns weiter? Das ist sich selber. Ja, okay, ja. Ja, das würde er jetzt schreiben, wahrscheinlich. Aber ich meine, den Gag macht sie ja nicht schon selber, weil bei deinem Kanal steht ja auch sowas immer oben. Bitte was, Merle? Murphy, Vergebung? Du warst es, mich um Vergebung zu bitten? Wie kann ich dir jemals vergeben, wenn du doch alles zerstört hast, was ich diese Welt hatte? Immer wenn ich dich anschaue, sehe ich nur sein Gesicht. Ich habe nur eins von dir verlangt. Und das, so ein guter Vater für deinen Sohn zu sein. Du hast mir in den Stich gelassen, Murphy. Du hast mich im Stich gelassen und du hast Charlie im Stich gelassen. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, dir das zurückzubekommen. Ruf mich nicht an, schreib mir nicht, ich will dich nicht mehr sehen. Carol. Ich bin ganz Ohr, Merle. Gab es heute wieder den Spruch? Gab es heute wieder den Spruch? Okay. Ah, das ist fein. Könnte das bitte öfters sein? Ja, aber das ist was Ähnliches. Hi. Kann ich gegen dich kämpfen? Oh, fuck, okay. Vielleicht soll ich nicht gegen dich kämpfen. Boah, Alter. Ich könnte irgendwann mit den Stöhnen mal was machen. Ach, scheiße. Ich könnte irgendwann so Rufezeichen stöhnen. Nein, das kommt immer so. Stöhne nicht so herum. Irgendwie sowas, oder? Sag so, Jules. Mein Mädchen. Ich hab jetzt eben irgendwie keinen Bock mehr auf Silent Hill, deswegen hoffe ich, dass es heute fertig. Ich möchte es auch heute fertig kriegen, also stöhnen. Selbst mein Ding ist abgelaufen, mach Jens. Ja, Merle, also die Jungs verarschen mich immer, dass ich immer so viel stöhne. Also, sie sagen immer, gestern haben wir das Thema, ich bin Porno-Ersatz. Also. Oh, jetzt lass mich durch, ey. Oh. Jetzt lass mich ganz so durch. Nicht gegen ihn kämpfen. Ach, komm, rennen. Gut. Aber egal. Ja, ich glaube, Tee geht schon. Tee kann man, glaube ich, trinken. Jetzt wurscht. Wenn abgelaufen wäre. Mich stört das schön nicht. Ja.
Bonersatz, ja, du gerne. Ja, es war wieder Block A4. Okay. Was kann ich wieder aufheben? Zettelchen. 19 Uhr, Duschräume, sei bereit. Okay, das kann man jetzt euch auch falsch verstehen, okay? Ich glaube auch, dass es so gemeint ist. Siehst du immer bei Männergefängnissen, als immer nicht die Seife aufheben. Geht's auch nicht durch? Nee. Ich weiß nicht, was geiler ist. Denise zum Rumstellen oder jetzt? Nicht nach der Seife beginnen. Ist er, heißt es genau. Das gibt es ja bei SpongeBob, diese Szene auch, wo er das sagt. Hier, Mel, habt ihr ein Würstchen mitgebracht? Ich denke mal, das erste von beiden. Ja, was bringt mir das, wenn ich darauf gehe? Oh Mann, ey, das Spiel befolgt mich schon wieder. No talking during movement. Okay, ich verstehe das nicht, was die da meinen. Okay, ich gehe mal runter. Ich brauche unten einen Schlüssel, aber. Aber ich hol mir bitte ein polnisches Würstchen. Okay. Nee! Hä? Die sind leckerer. Echt jetzt? Oder ist es nur wegen der Herkunft? Das ist bei uns auch immer, bei uns Tiroler. Die Tiroler Milch ist immer die bessere Milch als die anderen. Aber Tiroler Wasser, das stimmt. Also Tiroler Wasser schlägt kein Wasser. Es ist recht das Richtige, wo ich herkomme. Das schmeckt richtig so wie geschmolzener Schnee. Ist immer am coolsten, den ganzen Japanern erklären, dass sie bunten Wasser essen, Wasser trinken können. Die verstehen das meistens nicht. Nee, ich mag keine Stange. Das sind wirklich sehr lecker essen, am liebsten nur polnische. Seit Merle hier ist, gibt es nur noch. Gibt es. Seit Merle hier ist, gab es noch nie so viel Würstchen im Chat. Zufall. Ich habe alle Würstchen mitgebracht. Sit down. When shot a fire. Okay. Okay, wenn irgendjemand diesen Scheißweg hier weiß, dann kann man mir gerne sagen, weil ich bin gerade überfordert. Okay, Merle schmeißt mal eine Runde Würstchen in die Gruppe, in die Chat. Für jeden eins dünn und ein dick und so weiter. Oh, ich habe gerade so ein Kopfkino. Tja. Es ist nur die Frage, ob ich die Stiege weiter runden kann, aber. Oh Gott, meine Kopfkino. Ja, ich auch, Jules. Sollte ich als Befehl machen. Ja, da kannst du irgendwie so Merle schmeißt noch eine Würstchen, ob dick, dünn oder sonst was und so weiter, schmeißt rein. Das kannst du ja machen. Ich mag. Oh, Jens, jetzt auch schon wieder Kopfkino, ey. Ja, wo kriege ich diesen scheiß blöden Schlüssel her?
Ja, Merle schmeißt eine Runde Würstchen. Wer ein Würstchen braucht, soll zuschlagen. Oder so. Ja, wir haben Bananen hier im Stream. Ist so ähnlich. Och, Mann, ey, ich weiß nicht wohin. Das kostet mich gerade richtig an. Ich weiß, wer es wüsste. Banane. Okay. Scheiße. Zuschlag eher zugreifen. Oh, ich hab schon wieder so ein Kopfkino. Was du mit einer Banane machst, wissen wir, Denise. Oh! Genau, ich wollte gerade sagen, wer weißt du das? Aber du hast. Ich hab dir das als Highlight drin. Wie ich und die Bianca Bananen essen. Ich könnte ja mal schießen hier. Okay, nein. Ich könnte ja mal versuchen, das hinten niederzuschlagen, da die Fenster, aber die ist schon ja. Wieso Kopfkino, es geht hier um Lebensmittel. Ja, 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 das ist bei unserem WhatsApp-Chat auch immer so. Okay, ich gehe mal irgendwo anders nochmal hin. Gut. Das Boss ist übrigens unterwegs, das Boss ist übrigens kurz. Okay, cool, danke. Also, aber hast du so einen großen schwarzen Ding gefunden, oder? Die zockt eigentlich das ganze Leben durch. Ich will ins Bett. Ja, ich weiß, Jules. Ich schummel jetzt mal. Ich mag den Salat nicht wecken. Ich weiß, was ich dann kriege. Ja. Nee, ohne zum Zufalken. Okay, schade. Hast du keinen so großen gekriegt, oder? Ich muss immer so. Warte mal. Busse will auch Busse von Flasche. Juliane, dann geh ins Bett, wir basteln hier auf. Ja, Merle, der Jules ist genauso wie der Silent. Der will einfach nicht gehen. Außer er pennt mal ein. Jetzt warte mal. Och man, ist immer so viel zu lesen. Nein, nicht Flauschi von Busse von mir. Naja, Merle, wenn ich jetzt gehe, kriege ich morgen wieder was von der Chefin zu hören. Da ist das Bus raus geworden. Okay. Hier finden Sie den Rad und den Baum zu drehen und einem rechts noch kommt man direkt auf. Okay, nee. Lauf hoch und dann kommen die hier durch. Oh ja, du Armer. Ich bin noch nie eingepennt. Was ist für eine Stellung? Doch, Jules, du bist kurz mal beim 24-Stunden-Stream eingepennt. Also, ich habe nach dir gerufen, dann warst du nicht da. Scheiße, ich weiß nicht weiter. Also weiß irgendjemand weiter? Albert, du warst... Ja, du bist sehr streng bei sowas. Nee, aber das weiß ich nämlich. Ich muss in den Duschraum gehen, ist da gestanden. Da kommen Feinde. Dann gehen wir in den Duschraum. Ich bin doch... Seit wann habe ich mal gesagt, dass du so eingestanden...
Hier ist sie streng. Nee, die kann nie streng sein. Das stimmt, aber ich kann echt nicht streng sein. Okay, jetzt ist eigentlich eine Lüge, aber ich kann hier nicht streng sein. Das glaube ich nicht. Denise ist sehr lieb. Oh, okay, 5 Minuten mehr nicht. Nee, Jules, das war schon länger. Also, das war schon, also. Nee, das war schon ein bisschen länger. Das war echt so 5 Minuten. Also, bis ich dann. Ich bin da sicher schon 5, 6 Mal gestorben, bis ich endlich. Was? Game-Stream ist ja nicht nett, Leute, aber privat holt sich immer mit einer Banane. Okay. Banane tun eh nicht weh, also. Sei froh, Banane. Außer es kommt eine harte Banane, also dann. So Kochbananen, so grüne. Die tun nicht so weh. Okay, 10 Sekunden. Mehr aber auch nicht. Ja, okay, ich lasse mich mit 10 Sekunden, lasse ich mich jetzt einigen. Ich habe eine große Liste, aber ich weiß nicht, wie weitergeht. Ich habe auch keine blöde Karte und so. Wie denn ist mit den Bananen so? Ja, ich bin ja Bananenprofi, also. Ich kann mich mit Bananen aus. Sieht man auch sehr schön. Kommt drauf an, wo sie die drauf haut. Ich glaube, Albert denkst ein bisschen pervers. Nee, da denkst du. Eine extreme Banane für mich sehr. Was? Was schreibst du, Jules? Vor allem hat Denise so eine extra Banane für mich. Sie hat bestimmt die heiße Strafe. Okay. Das könnte jetzt irgendwas aus dem Sexshop sein oder keine Ahnung. Oh Mann, kann mir irgendjemand helfen? Es ist 2 Uhr. Denise rennt irrlos durch ein Gefängnis, weil es keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Oh. Ohne Momente, Leute. So. Vielleicht ist eine Baseballschläger getarnt als Banane. Ja, das ist es auch. Aber ich schlag Schulz nie damit, okay? Also, lügt euch nur an. Ich bin ganz ne Liebe. Oh. Sexshop, Reeperbahn ist 3 Minuten entfernt. Was brauchst du? Eine Banane. Mehrere Bananen. Für die Merle vielleicht ein paar Würstchen noch mitnehmen. Dann sind wir alle zufrieden, glaube ich. Jetzt warte mal. Ich muss jetzt kurz mal lesen hier. Alter, was geht hier ab? Mann, 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 Leute, das ist echt kompliziert hier. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Nachdem sie mich geschlagen hat, zwingt sie mich, ich mich Bananen zu essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Ach, Jules, du machst doch Bananen. Okay, warte. Ist sie vor die Taschenlampe? Okay. Bei der Lampe entdecken sie den Salz, wollen die Spurspuren und meinten die Kräfte. What? What? Was muss ich tun? Oh, das ist hart. Hä? Ich check gerade das Spiel nicht. Oh. Ich habe jetzt den Ton rausgeschlagen. Nein. Was ist hart, dass er der
Was ist hart, dass er die harte Banane essen muss danach? Ja, die was du kannst, ihr kennt ja bei mir so Banane. Fuck, ist Mutti wirklich die? Ja, es ist wirklich meine Mami. Ohne Witz jetzt. Ich habe hier, sie wollte mal zuschauen und ja, ist wirklich mein. Ich habe ja dann im extra Profil gemacht. Ja, ohne Witz, Merle.